Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde, zu meinem Videoalbum 2023. Es handelt sich hier um ein Retro-Schachproblem und gefordert sind, welches waren die letzten 13 Einzelzüge. Ich gebe zu, solche Retro-Schachprobleme sind nicht ganz einfach. Ich glaube, hier ist ein bisschen schwieriger Stück. Ich wollte ein bestimmtes Thema darstellen. Es erscheint übrigens in Feenschach 2023 und hoffentlich ist das Stück jetzt frei von Nebenlösungen, denn das Stück kostet mich wirklich sehr viel Zeit. Hans Gurf hat einige Nebenlösungen, ich fand selbst noch ein paar Nebenlösungen, aber jetzt dürfte das Stück korrekt sein. Hoffentlich. Gut, schauen wir uns das Schachbild an. Das ist ein Umwandlungsturm auf B1, die Schwarzer, und entweder auf D7 oder D6 ist ein weißer Umwandlungsturm. Dieser schwarze Turm konnte nur C2 schlägt B1 und B3, weil er kam von B schlägt C. Es sind praktisch zwei Schlagfälle, was Schwarz hatte, und der da hier F7, E6 sind drei weiße Schlagobjekte, benötigt Schwarz. Die sind wieder unten. Bauer, Bauer und Dame. Jetzt sehen wir hier, ich kann keinen Bauern entschlagen haben, also muss ich irgendwie entwandelt haben, das Ganze. Und das sehen wir schön. Ich musste praktisch auf F8 entwandelt haben, bevor F7 schlägt E6 geht. Musste ich auf F entwandelt haben, dann nochmal auf F, beziehungsweise H, aber H geht, ich kann schon raten. G schlägt F und dann noch haben wir einen Umwandlungsturm und der geht erst ganz zum Schluss, wenn F7 schlägt E6 ist, befreien sich die weißen Türme und kommt von G8, H schlägt G7. Springer. Das sind ja bloß zwei Springer da. So ist es geplant. Jetzt angenommen, der weiße Springer steht, sagen wir mal, statt F5 auf H5, dann wäre es sofort Nebenlöse oder auf G5, was ich alle schon gehabt habe. Aber von F5 nach H7 braucht er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 zum Eckschlag. Also die Schwarzen, wir müssen ja, Schwarz ist ja ein Zugnot. Und wir müssen ja, irgendwann hat der Bauer ja zurückgespielt und der H3-Bauer auch irgendwann nach H7 gespielt. Also Schwarz ist in Zugnot. Und das heißt für uns automatisch meistens so, dass dann Weiß beginnt. Also gut, wir spielen Springer G7. Und gehen jetzt nicht mit dem schwarzen Bauern, sondern mit dem Umwandlungsturm entschlagen wir. Und jetzt kommt der Trick, was es mir ankam. Und zwar, wir entschlagen keinen weißen Springer, wie man sich denken könnte, was normalerweise oft der Fall ist, sondern wir entschlagen eine weiße Dame auf B1. Dann gehen wir mit dem Springer nach E8. Und nun entschlagen wir mit B3, schlägt Dame C2. Okay. Und diese Dame ist es jetzt, die schnellstmöglichst nach F8 entwandeln will. Deswegen haben wir den Springer nach E8 gespielt, als Schutzschild sozusagen, dass das Schwarze nicht einen Schach gibt. Und der geht jetzt nach F5, dann H4, H3. Ja, der Rest ist jetzt nicht mehr so interessant. Aber klar, müssen wir auch erstmal sehen. Turm Dame F8, H5, H4, dann F7, F8, Dame, H6, H5, Bauer F6, H7, H6. Und jetzt sehen wir schön, jetzt hebe ich den Zug und auf mit G5. Schlägt Springer. Ich musste ja da einen Bauern herkriegen auf G. So, und jetzt sehen wir die weiße Dame B1. Warum habe ich da eigentlich eine Dame umgewandelt? Warum kein Springer? Der Springer, wenn Sie da einen Springer umgewandelt hätten, der kommt nicht mehr. Sie sehen ja, auf H7, G6, E6,
Und D7 ist alles zu. Sie kommt mit dem Springer nicht rein. Und Turm kommt ja nicht raus. Und weißer Läufer, weißfeldriger Läufer nützt mir auch nichts. Und der kommt auf keinen schwarzfeldrigen Läufer F8 hin. Also es muss die Dame sein. Der Springer kann jetzt überziehen. Und die Umwandlungsdame, die zieht nach F8. So ist die weitere Auflösung. Also bis dahin war es eindeutig, ab dem Zug G5 steht Springer F6 war es eindeutig. Jetzt ist er nicht mehr eindeutig. Jetzt zieht der F7, F8 Dame und zieht da runter. Okay. Ach übrigens, wir konnten im Retro-Spiel, also ich will es jetzt nicht verwirren, auf der linken Seite kein Gleichgewicht ausnutzen, dass wir mit dem Springer weggehen und den Bauernzug kann ich erst machen, der König weggezogen hat. Und jetzt kommt das Problem, dass der König wieder ziehen muss, nach A5 beispielsweise, aber dann kann der Bauer ihn nach B6 ziehen. Und dass wir da kein Gleichgewicht schaffen, das ist auch wichtig. Sonst wäre die Eisenzüge nicht korrekt. Aber gut, ich will es jetzt nicht verwirren. Das sieht man an. Okay, jetzt ist der Zug auch eindeutig. F7 schlägt die Dame. Und jetzt, wie gesagt, kommen die Türme raus. Jetzt kommen die Türme raus. So, der König kommt raus. Ich stelle einfach mal daher. Da kommt der Turm wieder da rein, entwandt sich und der H6 schlägt Springer G7. H6 schlägt Springer G7. Und der Rest ist alles klar. Ach übrigens, am Anfang hatte ich einen schwarzen Springer auf B8. Dann wäre der letzte Zug nicht mehr eindeutig gewesen. Dann geht G5, schlägt Läufer F6 beispielsweise. Ganz zum Schluss habe ich noch bemerkt, dass man statt einem schwarzen Springer B8 besser einen schwarzen Läufer B8 postiert. Dann sind sowohl der Schlagzug, G5 schlägt F6 Springer eindeutig, also der letzte Einzelzug, als auch H6 schlägt Springer G7, ist auch eindeutig dadurch. Also der Schlagzug ist eindeutig. Aber gut, das interessiert ja fast niemanden mehr. Es sind ja bloß gefordert die letzten 13 Einzelzüge. Ja, das war auch schon alles. Was besonders schön war eben, das wollte ich herausarbeiten, dieses Thema, dass wir da unten auf B1 gleich eine weiße Dame geschlagen haben. Das war die Umwandlungsdame B1. Das ist wichtig, dass Sie das erkannt haben. Dass das kein Springer ist. Wir haben praktisch zwei Damen-Endschläge von einer schwarzen Figur entschlagen. Das ist das Thema. Natürlich kann man dadurch nicht allzu viele Einzelzüge zeigen, aber es ist ein schwieriges Thema, weil man muss ja beweisen, erstens mal brauche ich da keinen schwarzfeldrigen Läufer, also es kommt der rein, und zweitens muss ich beweisen, dass kein Springer reinkommt. Und drittens auch kein Turm, wie gesagt, deswegen muss ich auf B1. Es schaut immer leicht aus, würde ich damit sagen. Es war es nicht. Es ist zwar nur ein kleiner Effekt im Endeffekt, was ich zeigen will, aber das, glaube ich, sogar ist sogar neu im Retro-Schach. Dankeschön und auf Wiedersehen.